dann könnt ihr ab jetzt alle Herr YouTube in den Chat reinschreiben. Wir schauen uns saftige Neuigkeiten an. Also wirklich, wirklich saftige Neuigkeiten. Ich schwör's euch, das ist wirklich sowas von krass. Wo ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, da müssen wir mal ganz kurz reinschauen, was da so abgeht. So, jetzt passt mal auf. Und zwar, zack, seht ihr ganz genau das, was ich jetzt hier sehe. Wir haben einen neuen schmackhaften Trailer bekommen. Und zwar der hier. Ich lass mal Sound aus. Boah, perfekt, hat er donated. Schwarzes Herz, Servus CCMM Item Shop eintragen, der Fair Use It. Fair Use It. Immer dieser Fair Use CC. Fair Use gerne eintragen, habt ihr von Asi gehört. Kuss raus für die Doni. Es gab einen neuen Post. Und zwar den hier. Mega random. Also ist es jetzt eigentlich fest, dass wir immer einmal im Jahr zum Star Wars Tag, ich glaube, im Mai ist irgendwann immer der Star Wars Tag, da bekommen wir anscheinend immer eine Star Wars Corporation rein. Und das wird heute Nachmittag von vorne gepostet. Ganz genau das. Also so ein bisschen Musik ist ja dabei, ne? Das hier. Aber ich mute halt mal, ne? Was ich aber interessant finde, das heißt auf jeden Fall, wir bekommen neue Lego. Oder warte mal, gibt es schon? Vielleicht bekommen wir irgendwas Neues von Star Wars für Lego rein? Könnte vielleicht sein. Auf jeden Fall bekommen wir neue Dinge für den Festival-Modus rein. Was es, meine ich, noch nicht gibt für von Star Wars. Das bekommen wir rein. Battle Royale Stuff kriegen wir auch rein. Wunderschöneres. Das war der Trailer. Passiert noch irgendwas? Ein 3.5. Also am 3.5. Ich meine, da endet auch die Avatar-Kooperation. Da bekommen wir instant Star Wars-Kooperation rein. Und das wird wild werden. Und es ist dunkel. Genau das wurde gepostet. Wir bekommen eine neue Waffe. Wookie Armbrust. Ich weiß, ich spreche das bestimmt wieder completely falsch aus. Und zwar ist es dieses Ding hier. Dieses Ding aus Star Wars. Ich hoffe, ihr könnt es alle erkennen. Ich hatte noch irgendwo ein Bild gehabt. Ich weiß nicht, ob das das hier ist. Nö, aber dann ist es das hier. Aber ganz genau diese Armbrust, dieses Ding hier, Waffe, bekommen wir rein. Soll anscheinend mythisch sein. Ich glaube, die wird jetzt nicht so krass werden. Aber die kommt auf jeden Fall dann am 3.5. wahrscheinlich ins Spiel rein. Und der hier soll auch ins Spiel reinkommen. Und die hier, mit der soll anscheinend auch irgendwas passieren. Wahrscheinlich eine neue Stilvariante oder so, weil den Skin gibt es ja an sich schon. Das steht ja ganz genau hier. Rebellen, Leia, Organa, ganz genau hier. Den Skin gibt es ja schon so an sich. Vielleicht passiert da irgendwas mit dem Skin. Neuer Skin-Stil, keine Ahnung. Lichtschwerter kommen zurück. Sehr, sehr geil. Machtfähigkeiten kehren wahrscheinlich zurück. Was ist denn mit Machtfähigkeiten gemeint? Was hatten wir denn für Fähigkeiten von Star Wars im Spiel? Also ich kann mich daran erinnern, dass man mit den Lichtschwertern so Fähigkeiten hatte, wie wegboosten, Sachen ranziehen oder so. Daran kann ich mich dran erinnern. Aber so Special Star Wars Fähigkeiten? Außer ich bin gerade todeslost, dann ja, aber normalerweise könnte ich mir das darunter vorstellen. Genau das, ja, ne? Das sind die Fähigkeiten, so Luftstoß und so, ne? Weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Laserschwert wegwerfen, dass es wieder zurückkommt. Das und natürlich noch vieles mehr, wovon wir gar nichts wissen. Ansonsten wurde noch was gepostet für Fortnite Festival. Wir bekommen das hier von Star Wars in Fortnite Festival rein. Wir bekommen auch neue Festival Star Wars Items, Gitarren wahrscheinlich und so Zeug. Aber das ist ganz genau das, was wir bekommen. Das hier. Ob das jetzt eine Lobbymusik wird? Ich glaube schon, weil was soll man da mit dem Jam-Track anfangen? Ich glaube, das ist auch nur die gleiche Melodie die ganze Zeit. Ja gut, es ist im Grunde genommen fast immer dieselbe Melodie. Keine Ahnung, ob das jetzt Only Lobby-Track wird, Only Jam-Track oder vielleicht beides. Wäre cool. Das kommt auf jeden Fall rein. Das haben wir auch hier gesehen von vor dem Festival offiziell. Die haben es hier gepostet, ganz genau hier oben. Und haben denselben Trailer nochmal gerepostet. Ansonsten, was diesen Monat auch noch stattfinden wird, neuer Battle Pass. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, hä, was laberst du für neuer Battle Pass? Ja, der neue Festival Battle Pass wird diesen Monat noch erscheinen. Welcher Künstler sein wird, fragt mich nicht. Fragt mich ehrlich nicht. Vielleicht ist es sie, vielleicht ist es Travis, vielleicht ist es Kratos, der Rapper. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendein neuer Künstler kommt rein. Was haben wir aktuell? Wir haben aktuell weiblich drin. Es müsste theoretisch jetzt männlich kommen.
Weil es war immer so. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Jetzt müssten wir eigentlich irgendwen bekommen, der männlich wäre. Travis, ich sage eindeutig, Travis kommt. Nein, Spaß, keine Ahnung, wer reinkommt. Könnte jeder Mögliche sein. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall Ende des Monats werden wir das Ganze dann erfahren. Oder mit dem nächsten großen Update. Weil das nächste große Update droppt auch schon demnächst. Übrigens, Fortnite ist auch jetzt schon Season 3 am Testen. Das wird unsere Sommerseason werden, die am 24. Mai startet. Also die Season wird richtig lange gehen. Mai bis wahrscheinlich Ende August, Anfang September. Und jetzt kommen wir hier zum Thema Item Shop. Gönnt euch mal, was alles aktuell in der Shop-API drinnen ist. Das hat die Bedeutung, das sind einfach die Dinge, die jederzeit reinkommen können. Viele davon waren auch, glaube ich, schon drinnen. Und das ist eine sehr, sehr lange Liste. Hat iFireMonkey heute, glaube ich, im Laufe des Tages gepostet oder gestern, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber hier sehen wir immer noch, Kratos ist immer noch drinnen. Kratos ist immer noch drin, das heißt, er ist immer noch vorbereitet, um reinzukommen. Er wird auch reinkommen. Für die, die immer noch sagen, dass er nicht reinkommt, nie wieder, ich werde euch alle auslachen. Und Thaddeus wird euch auch auslachen und mein Konfetti wird mies feiern. Mein Konfetti wird feiern, wenn der Kollege reinkommt. Wir sehen ja auch hier, Tactical Jokes ist noch in der Liste. Also hier sind viele Dinge, die halt von Epic Games reingepatcht worden sind, die schon drin waren oder noch reinkommen müssen. Und die Liste ist unendlich lange. Sehr lange. Ist hier irgendwas Besonderes vielleicht? Star-Lord, nee. Also ich glaube, DC habe ich hier drin gelesen. Genau, hier DC kommt rein. Für die Leute, die wissen wollen, wann es reinkommt. Hier Catwoman-Zeug, Batman kommt rein. FNCS steht ja eh so oder so jetzt an. Also ihr seht, wie viel Zeug. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? The Weeknd kommt wieder zurück. Ich habe ihn verpasst. Ich habe ihn verpasst, den The Weeknd-Skin. Ich brauche den auf jeden Fall. Aber das ist sehr, sehr cool, dass hier Kratos drin ist und er kommt auf jeden Fall in den Itemshop. Ansonsten, was hatten wir hier noch für Leaks? Die nächsten Update-Termine sehen wie folgt aus. Morgen am Dienstag sollten wir ein Content-Update bekommen, 15 Uhr. Vielleicht kommt eine alte Waffe zurück, vielleicht passiert gar nichts. Nein, aber es müsste auf jeden Fall morgen um 15 Uhr irgendwas passieren. Ansonsten, nächstes große Update ist am 23. April. Genau da auch, wo anscheinend die Musik Dingstar Festival, neuer Battle Pass stattfinden soll. Da werden wir auch alles Bescheid wissen, was es sein wird. 7. Mai bekommen wir das. Ist es das letzte Update? Ja doch, das müsste eigentlich, ja, das ist das letzte Update vor Season 3. Und das große, große Update für Season 3 ist dann halt am 24. Mai. Sehr wild. Jetzt nochmal zum Thema Skins, die noch in den Item Shop kommen müssen. Und zwar der hier. Das ist ein richtig wilder Skin. Ist ein echt Geldpaket übrigens, wo ihr, meine ich, 1000 oder 1500 V-Bucks bekommen werdet. Mit dazu ist halt Haze. Wie oft hat Fortnite jetzt Haze rausgehauen? In anderen Varianten. Ich glaube, das ist jetzt schon die 5. oder 6. Na okay, übertreiben wir mal nicht. Aber gibt es nicht Haze schon 2-3 Mal? Und jetzt ist Haze halt nochmal rausgebracht worden für diese Variante. Kostet keine V-Bucks, kostet echt Geld. Ihr bekommt dann halt V-Bucks dazu, logischerweise. Aber sehr, sehr wilder Skin. Backpack, geht so, Spitzhacke. Ja, Spitzhacke finde ich auch nicht besonders. Ist halt 1:1 die Haze-Spitzhacke, nur ein bisschen mit Federn. Das kommt auf jeden Fall noch rein in den Shop. FNCS-Skin, den gibt es auch 1:1 schon so. 4-mal, glaube ich. Ja, aber ja, Skin sieht trotzdem cool aus. Den FNCS-Skin gibt es ja auch schon tausende Male. Der kommt jetzt auch als neue Variante raus. Mit FNCS. Ja, ansonsten, das hier sind die FNCS Pickaxes. Gibt es auch schon so übrigens. FNCS Lackierung. Finde ich unspektakulär. Der Skin müsste noch die Tage rauskommen. Irgendwann mal. Oder Fortnite haut den halt gar nicht raus. Und es könnte sein, dass der irgendwann mal kostenlos wird. Weil der Skin war anscheinend auch noch nicht draußen. Sonst wäre hier nicht in der Liste drin. Der Skin war auch noch nicht im Itemshop drin, aber der war ja PlayStation Plus. Kommt vielleicht irgendwann in den Shop oder halt auch nicht. Der hier, was ist das für ein Skin? War der schon draußen im Itemshop? Ich kann mich nicht daran erinnern, ob der schon im Shop da gewesen ist, aber es ist auf jeden Fall hier alles da, was nicht im Itemshop drin gewesen ist.
Deswegen müsste es sein, dass es noch nicht da gewesen ist. Und der hier. Aber ey, Fortnite behält sich immer irgendwas im Hintergrund. Nein, fair, das ist ja Jam-Bühne. Achso, okay, dann ist das... Okay. Aber vorne behält sich immer irgendwas im Hintergrund, falls vielleicht irgendwas passiert, entschädigungsmäßig oder so. Das haben wir hier gesehen mit dem Backpack, wo man Level 200 war, aber nicht die genügend Battle Pass Sterne hatte. Da haben sie hier ein Backpack rausgehauen, was sogar hier in der Liste mit drin war. Was richtig lange in den Dateien waren. Und dann haben sie es einfach rausgehauen. Also die behalten sich immer so kleine Backups für kostenlose Sachen oder sonstiges. Ich meine, ist das... Ja, hier. Das ist doch das hier, was für als Entschädigung rausgehauen ist. Rausgehauen worden ist. Ganz genau das hier. Das war es. Oder? Korrigiert mich, falls es falsch ist, Chat. Ganz genau das hier haben sie sich echt gut lang aufbewahrt. Und es kam Chapter 5 Season 1 raus. Anscheinend. Steht zumindest hier. Ja. Hast du Fallout Crew? Nee, habe ich nicht. Aber es gibt noch jede Menge Stuff, der reinkommen muss. Und das ist einiges.